Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Drei Fragezeichen Orakel am 29. Mai 2020. Erste Frage ist: Was denkt er? Die Antwort zeigt hier diese Karte. Hier öffnet sich eine Tür für ihn. Neue Chancen, neue Möglichkeiten. Diese Karte zeigt hier die Feuerelement und das bedeutet, er wird aktiv sein und macht diese Schritte mit voller Begeisterung. Das kann berufliche Veränderung sein oder familiär. Etwas Neues kommt auf ihn zu. Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Diese Herrscherin gibt die Antwort. Die Karten haben symbolische Bedeutung und das kann heißen, dass er beherrscht seinen Gefühlen. Aber kann auch bedeuten, dass jemand herrscht über ihn und er fühlt das auch. Das kann die Partnerin sein oder seine Mutter sein oder jemand anderes in seiner Umgebung. Auf jeden Fall eine weibliche Person. Die dritte Frage ist, was vermittelt er? Hier diese Sense zeigt die Trennung oder Kündigung. Er möchte das beenden, dass jemand über ihn versucht zum Herrschen. Und die Tageskarte zeigt, er hat diese Kraft, diesen Kontakt beenden. Es kann auch Erinnerungen sein, dass er davon verabschieden möchte. Und damit beginnt eine neue Richtung und hier öffnet sich für ihn eine neue Chance oder neue Möglichkeiten. Und das waren meine drei Fragezeichen Orakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.